Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ja, heute geht endlich weiter. Ich sag endlich, weil für mich ist es jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Tage her, seit ich das Spiel gespielt habe und ich freue mich, es wieder spielen zu können. Und ja, wir sind hier im, ich weiß gar nicht, wie dieses Dorf heißt. Sieht man das irgendwo? Das Dorf, das wir letztens befreit haben. Ne? Wir haben Celica getroffen, nicht Celica, Celine. Ich meine, Celica haben wir auch getroffen, ne? Aber Celine, also sie hier, Celine, ja. Chloe, Louis, ja, ich habe erst gedacht, ihr Name wäre Louis. Aber nein, da gibt es ja schon einen Charakter in Fire Emblem 7. Und ja, wir machen hier weiter. Ich habe mich hier ein bisschen umgeschaut, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist, ne? So ein paar Gegenstände und all sowas, aber war nichts mehr. Mit den Tieren kann ich nichts machen. Leute habe ich alle angesprochen, Leitern kann ich nicht hochklettern, Gebäude kann ich nicht betreten, von daher weiter geht's, ne? Ich will weitermachen, mir macht das Spiel Spaß. Ich ganz ehrlich, mir macht das Spiel jetzt schon 1000-mal mehr Spaß als Fire Emblem Three Houses, der Vorgänger. Von daher, ja. Boah. Komm in unser Sommerhaus. もし武器や道具が必要ならどうかと思ったな。強い武器、良い道具を提供することもとてもいますの。行商の旅をしている我々にとっても奴らは脅威ですので。それなら私たちの活動拠点に店を出す気はありませんか。神竜様。あの場所には、まだ施設がありませんし、彼らが来てくれれば。あれ、私たちに店を出させてくれるってのか。あなた方が良ければ、我が軍はこれから武器や道具を必要としますし、拠点は安全で化け物も出ませんよ。そりゃいい。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。より良い品をご提供できるよう尽力いたしますわ。 Oh, du hast 10.000 Gold als Kriegskasse von Wanda erhalten. Okay, wo hast du das die ganze Zeit? Wo hast du das die ganze Zeit gehabt, Wanda? Hallo, den wir gebrauchen können. Oh, haben wir ihn hier. Weltkarte. Auf der Weltkarte kannst du dein nächstes Ziel oder das nächste Kapitel auswählen. Bewege dann Niro auf den gewünschten Zielort und drücke A, um mit der Geschichte fortzufahren. Im Menü kannst du dein Inventar verwalten oder zum Somniel zurückkehren. Ah, okay, jetzt können wir zum Somniel. Oh, das ist so nett, ne? Wir müssen aber so ein Somniel zurück. Und ich kann halt jederzeit wieder hier reingehen, ne? Oder? Nächstes Kapitel? Ja, vielleicht nicht. Nur ein. Okay, kaufe und verkaufe Items. Im Inventar habe ich auch so, du kannst deine Fähigkeiten verwalten. Über die Inventaroption, über die Inventaroption Fähigkeiten verwalten, kannst du die Fähigkeiten dann verbinden sehen und geerbte Fähigkeiten ausrüsten. Besuch die Ringkammer im Somniel, um Fähigkeiten von Emblemen an Verbündeten zu vererben. Da konnten wir doch schon irgendwie was machen, ne? Da. Vielleicht auch nicht. Aber da war irgendwie so was, ne? Wenn man die Ringe irgendwie hochlevelt, dann kann man irgendwie Fähigkeiten erben oder so. So, ich habe ein bisschen die Ausrüstung geändert. Ich habe, glaube ich, ihm ja das Wurfball gegeben. Ihm habe ich, oder sie habe ich den Langspiel gegeben. Mehr habe ich halt noch nicht, ne? Aber kann sich ja jetzt ändern, ne? Arsenal, was haben wir die alles? Okay. Ja. Okay, Leichtschwert, Eisenschwert. Also er braucht ja eigentlich kein Eisenschwert mehr, wenn er seine persönliche Waffe hat. Ja, Messer gibt es auch. Also mehr kann ich jetzt eigentlich nicht machen, ne? Eine leichte, ungewöhnliche, treffsichere Axt. Hat die mehr kritische Trefferschaden? Nee. Aber die macht weniger Schaden, ne? Was gut ist. Für jemanden, der so stark ist. So, Feuer.
Flut. Einfache Angriffe, mit denen nur im Nahkampf eingesetzt werden kann. Oh. Ich glaube nicht, dass das so gut ist für ihn. Die Stärke, die hat Treffer unendlich. Was ist ein Treffer unendlich? Trifft die immer? Nee, lass mal, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Warte mal hier. Sie könnte vielleicht, hat sie nicht schon? Nee, sie hat Zweitstufe. Okay. Ich würde sagen, ich lasse erstmal das mit dem Kaufen hier, weil ich nicht weiß, ob mir das Spiel noch so ein paar Sachen irgendwie gibt irgendwann. Dann verballert man hier schon sein ganzes Geld für neue Ausrüstung, dann gibt einem das Spiel noch irgendwann die ganzen Sachen. So, Heilstäbe haben wir, die will ich aber auf jeden Fall haben. Illuminis, magischer Stab, der Dunkelheit oder Nebel vertreibt. Oh. Ich glaube, davon will ich einen haben. Oder eine Fackel. Aber Illuminis ist halt, ne, gibt halt Erfahrungspunkte, ne? Ich sagen, Tank der Verteidigung. Ah, cool. Ja, holen wir uns den mal, ne? Also es wäre da wieder ein Fackelstab. Dann kaufe ich uns eine Heilung, weil ich doch schon relativ viel mit unserem Heiler heile. Okay, da muss jetzt sie. Nein, ich will nicht kaufen, ich will ins Lager aus. Nein, auch nicht. Mir ist übrigens aufgefallen, ich glaube, im Lager aus kann man als einziges nachgucken, wie schwer die Waffen sind, was ein bisschen doof ist, weil sie bekommt zum Beispiel Geschicklichkeit. Wie nennt man, weiß ja, was das Gegenteil vom Bonus. Penalties heißt nie in Englisch. Und wenn man hier, glaube ich, X drückt, dann sieht man das Gewicht. Ne, hat ein Gewicht von 5 und ihre Figur ist, dann nehme ich an, 4, ne, ja. Wo das Gewicht der Waffe höher ist als ihre Figur, bekommt sie einen Geschicklichkeits, na, nicht Bonus. So. Puh. Meister der deutschen Sprache. So, pack das mal da rein. Und dann nimmst du die ganzen Stäbe, ja, ne? Nimmst das hier und das hier. So. Und mehr will ich jetzt eigentlich noch nicht machen. So, ich kann aber nicht mehr hier rein, ne? Verdammt. Das heißt, wenn ich da irgendwie Sachen verpasst habe, dann. Oh, steht auch Spendenlevel. Aufnehmbar, nicht aufnehmbar. So, kehren wir mal zum Somniel zurück. Gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie was machen können. Oh, ich liebe es, dass man alle Charaktere da unten sieht. Das ist so charmant für mich. Da wird aber nicht bei jedem Charakter sein, ne? Da werden jetzt nicht alle Charaktere angezeigt, oder? Weil Fire Emblem hat ja in der Regel so, weiß nicht, 30, 40 verschiedene Charaktere. Erweiterungspass Bonus 1 ein. Ah ja, ich habe den Erweiterungspass mir geholt, genau. Update Bonus 1 halten, Stahlbogen, Stahlbarren. Ich glaube nicht, dass ich die benutzen werde. Ja, fühlt sich ein bisschen gecheatet an. Menü. Menü. So, ich habe einige. Ich habe einige Stat Booster hier bekommen. Also in die Klamotten ja. Maximal KP dauerhaft um 5, Stärke dauerhaft um 2. Also das sind sozusagen Stat-Ups, die man den Charakteren geben kann. Ich könnte zum Beispiel jetzt alle meinen Hauptcharakter geben und den voll zum übermächtigen Charakter machen, ne? So. Ich fühle mich ein bisschen, gecheatet, dass ich jetzt hier Stahlwaffen schon habe. Ich werde die einfach nicht benutzen. So. Und dass ich jetzt Geld bekommen habe und so. Hm. Ah, das soll man machen, ne? So, was ich erstmal machen werde, ist mich hier umschauen und so, ob sich was geändert hat. Das Arsenal und der Laden haben geöffnet. Okay, mein Laden für euch Heilmittel und andere Waren, die euch nicht so sein können. Ich kann zum Kampf verwendbare Items für Heilmittel und Stäbe oder kaufen oder verkaufen. Im Verlauf des Spiels werden der Laden weitere Items im Sortiment aufnehmen. Das ist jetzt die genau gleichen Sachen, ne? Ja. Okay.
da was Neues zu sagen. In Sommer geht es mittlerweile recht lebhaft zu, was schwer falsch war das. Okay. Nun sieh das mal an. Ich hier mit euch. Danke, dass ihr einen alten Waffenhändler wie mir glaubt, seine Ware zu verkaufen. Eine Waffe gefälscht, dann seid ihr richtig. Klingenbögen, Äxte, Bücher, ich habe alles, was das Herz begehrt. Okay, okay, du musst mir jetzt nicht sagen, was ich hier kaufen kann. So, laufen wir mal rum, schnacken mal mit allen, ja. Vorhermühlstadt ist erstmal sicher, aber ich mache mir Sorgen um Schloss Viren. Wir sollten so bald wie möglich aufbrechen. Zum Glück fassen sich die Charaktere alle sehr kurz. Denn im Leben ist ein Verwandter von mir. Welch ein kurioses Schicksal, hier wieder mit ihm fein zu sein. Ein Verwandter. Meinst du deinen Sohn oder meinst du den Hauptcharakter von Fire Emblem 5? Was die Fortsetzung von Fire Emblem 4 war, wo Sigurd herkommt. Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben Marv, den Hauptcharakter von Fire Emblem 1 und 3, Celica, Fire Emblem 2 und Sigurd von Fire Emblem 4. Also nehme ich mal stark an, der nächste Charakter, den wir bekommen, oder der nächste Ring, den wir bekommen, hat Leif oder Life oder wie auch immer sein Name ausgesprochen wird. Der Hauptcharakter aus Fire Emblem 5, Tracia 776. 7076, wie auch immer. Und ja, freue ich mich schon. Ich freue mich, alle Charaktere zu sehen. Ne? Ich finde schon gut, dass in dem Spiel mal Charaktere vorkommen, die nicht aus Fire Emblem Fates oder Three Houses oder Awakening kommen. Weil das sind die ganzen neueren Spiele. Das ist das, was mich in Fire Emblem Warriors voll gestört hat. So. Ich liebe es, wie lebendig das Somnil in diesen Tagen ist. Und das Beste ist, ich kann nun jeden Tag mit euch reden. Für immer und immer und ewig. So, hi, mit dir haben wir noch nicht. Das war ein herrlicher Ausblick. Ich freue mich auf einen Spaziergang durch die Gärten. So, ah, und jetzt habe ich sein Ding. So. Ich dachte, da wäre noch zu. Ich wollte einfach nur checken. Aber hier können wir irgendwie was machen jetzt, ne? Oh. In der Ringkammer kannst du mit Emblem und ihren Ringen interagieren. Hier können Emblemfähigkeiten vererbt werden. Schmiede neue Ringe aus Fragmenten des Bandes oder verschmelze bestehende Ringe des Bands zu einem stärkeren Exemplar. Poliere Ringe nach einem Kampf, um die Bände zu den Emblemen zu stärken. Okay. Ring polieren. Ja, ich kann auswählen, wer den poliert. Ich meine, ich nehme an, ich krieg genug Erfahrungspunkte, wenn. Ich überlege gerade, wer sonst. Na, polieren wir einfach mit mir. Oh. Ich habe ein Tuch. Ganz schön dreckig. Das erinnert mich irgendwie an stark polieren. Was ist das? Das erinnert mich irgendwie daran, wenn man irgendwie die Orden hier in, was war es, Diamant und Perle, Pokémon Diamant und Perle hier polieren kann. Gibt natürlich immer irgendwelche komischen Funktionen im Fire Emblem, ne? Okay, da muss ich nach jedem Kampf machen. Okay, das ist zum Beispiel so eine Sache, die werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Weil das muss man jetzt nicht jedes Mal sehen. Bestimmte Fertigkeiten von Emblemen können am Verbündeten vererbt werden. Kämpfen Einheiten mit synchronierten Emblemen oder verwenden sie Ringe des Bandes, verdienen sie Fähigkeitspunkte. Ja, das habe ich gesehen. Zum Erben von Fähigkeitspunkte werden FP und ein genügend hoher Bandlevel benötigt. Rüste die erbte Fähigkeiten im Inventar aus. Du kannst nicht zweimal von demselben Fähigkeiten profitieren. Versuche es also, Überschneidungen zu vermeiden.
Okay, dann zeig mal. Okay. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht, ne? Schwertagilität. Ausweichspiel 10. Und allein Crit minus 10. Ja, kann man machen, ne? Dann kommt jetzt die Ausweichung, kommt das eigentlich auch nicht schlecht, ne? Und jeder hat ja seinen separaten FP, ne? Ach, ich kann aber nur eine. Hm. Ich würde schon fast sagen, dass hier, aber das hat immer Ausweichen, ne? Ich nehme mal an, mein Hauptcharakter wird immer irgendwie Schwerter tragen, ne? Das heißt aber, die können nichts, ne? Doch. Ah, ne, die müssen, ne? Okay, er muss erst Level 5 mit Marv erreichen, damit er seine Sachen lernen kann. Alles klar. So, du bist noch nicht hoch genug. Du auch nicht. Er ist ab Level 5, okay. Bandringe erstellen. Aus Verbänken des Bandes können Ringe des Bandes erstellt werden. Ringe des Bandes erhöhen die Staatswerte und erlauben es, Einheiten FP zu erhalten. Allerdings im geringeren Maße als Emblemringe. Oh, ich sehe da gerade. Boah, ja, er nochmal. Ich glaube, es war Emblem 1, ne? Ein Magier. Ringe des Bandes. Ach, können wir jetzt Charaktere von anderen? Oh. Oh. Der so eine Art Gacha oder was? Ah, cool. Linde, ah, das ist so ein Charakter, den ich kenne. Glück plus 1. Ah, und dann sieht man. Cool. Was war, tun wir mal einen von ihnen? Fey. Ja. Yandere. Selber, ich nehme an, das ist gut. Sigurd. Komm. Erst, wir können anderen Charakteren jetzt auch Ringe geben. Lachesis. Kann ich sogar alle die Charaktere. Bandringe verschmelzen. Ach, das muss man machen, um den Rang zu erhöhen, ne? So, die Fähigkeiten sind jetzt aber nicht random, oder? Die haben immer irgendwie die gleichen, oder? Weil wenn nicht, dann würde mich das schon ein bisschen aufregen. Okay, das ist cool. Ich meine, das sind halt nur wenige Dinge, aber weniger Bonus und so, aber hey. Jetzt haben die anderen Charaktere auch alle Ringe. Cool. Ich nehme an, aber die anderen Charaktere haben halt keine Animation, ne? So, wir haben Linde. Linde, die ist eine Magierin. Wer braucht denn ihr Glück? Sie zum Ausweichen, ne? Kann man, ja. Irgendwie sieht man ja nicht, was die gibt. Okay, wo sehe ich denn, was der mir gibt? Ach, da unten Glück. Ja, Glück plus 1, Magie plus. Jesus, sie waren der Ritterin, ne? Du dem von Fey. Ist immer noch besser als nichts, ne? Obwohl eigentlich wäre er ja besser mit. Na. Nimm du lieber. Okay, dann nimmst du. Linde, Linde, ne? Ja. Jesus gibt Stärke, Geschicklichkeit. Stärke und Geschicklichkeit. Ich würde schon fast sagen, sie, ne? Weil sie ein bisschen verlangsamt wird. So, cool. Okay, das ist eine coole Funktion. Es war nicht dermaßen so cool, als wenn man irgendwie so seinen eigenen Stance hat oder so. Wie mit den Hauptcharakteren, aber hey, es das ist auch eine coole Mechanik. Mir gefällt es. Okay, oh Gott, ich werde hier so viel Zeit im Somniel wieder verballern, ne? So, was war das? Das war Musik, ne? Noch nicht freigeschaltet. Hi,
Ich wollte schon wieder Luis sagen. Ah, wo immer noch Blick. Es ist alles so bezaubernd und pittoresk. So. Okay, cool. Ich habe schon mit angeredet. Ne, hier ist mein Zimmer. Das wird ja wohl keinen Unterschied machen, welche Tageszeit es ist, bevor ich ins Kapitel gehe. Ne? Ich frage mich, ob ich hier wohl laufen, ob hier wohl laufen dürfte. Man weiß schließlich nie, wie das nächste Schlachtfeld sein wird. Ich habe da irgendwas falsch gelesen. Ich weiß, aber egal. So, was hier? Audi Arena, ne? Ja. So, ich habe ein paar Tiere letztens mir eingesteckt. Entführt. Wie nennt man das, wenn man Tiere entführt? Nicht Kidnapping, oder? In Floramühlstand habt ihr gezeigt, was ihr könnt. Wir reisen zum Schloss Firen, wann immer ihr so weit seid. Geschenke könnte ich eigentlich auch mal geben, ne? So, ach, Supports muss ich mir auch noch anschauen. Ah. So, wer bist du? Ach, du bist hier. Butcheron. Ich erkenne die Charaktere nicht mit ihren Casual Clothes. Du hast jetzt Zugang zum Krafttraining. Oh. Hallo, Göttlicher, seid ihr für ein wenig Krafttraining? In Ordnung, ich hole Prinz Alfred. Sollte ich ein paar Minuten nicht zurück sein, schickt einen Suchtrupp los. Muss mir wenigstens sagen, was das ist. Im Krafttraining kannst du aus 3 Übungen wählen, um die Werte von Daniro vorübergehend zu verbessern. Steuerung und trainierte Werte unterscheiden sich von Übung zu Übung. Versuche in allen Übungen ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Später im Spielverlauf werden für jede Übung zusätzliche Schwierigkeitsgrade freigeschaltet. Oh Gott. Tempowette. Nach 3 Fehlern ist es vorbei. Drücke so schnell du kannst. Spielen ist bei leerer Leiste. Wir machen ein paar Liegestütze. Diese Übung ist Timing gefragt. Achte auf die Linie und stoppe sie im richtigen Moment. Nach 3 Fehlversuchen ist Schluss. Wenn du die angezeigte Anzahl Liegestütze absolvierst, hast du die Übung geschafft. Aber Vorsicht, die Linie wird immer schneller. Bring dich in Form. Okay. Eisern, es hat eine Anspielung an Iron. Und Fire Emblem Iron Man spielt. Das heißt, man spielt sozusagen ein Spiel, ohne dass jemand stirbt. Mehr bedeutet, wenn man irgendwie weiterspielt, auch wenn Charaktere gestorben sind. Okay. Ich nehme an, ich muss drücken, wenn ich dem helleren gelben Balken sehe, ne? Verdammt. Schneller. Oh mein Gott. Wow. Keine weitere Belohnung. Möchtest du jetzt Krafttraining dennoch fortsetzen? Nein. Okay, ja. Das können wir natürlich auch mal machen. Ich nehme an, nachdem wir alle Übungen mal gesehen haben, möchte ich da wahrscheinlich auch offscreen machen. Ne? Sonst werde ich ja jedes Mal ein Part hier im Somniel feststecken und dann ein Part im Dings hier im Kapitel. Da zieht dann wieder alles voll in die Länge. So, hey, also ich dachte, da wäre irgendwas, was sich bewegt. So, okay, die sind einfach nur so zur Dekoration, ne? Muss ich sagen. Hey, ich habe Dinge gesehen. Cool. Okay. Sieht voll verstört aus, ey. Cool, du auch. So. Ich habe nicht Jahrhunderte hier verbracht. Ich habe nicht Jahrhunderte hier verbracht. Bitte, die Königsfamilie von Firen, kümmert euch um sie. Danke, dass ihr meine Anwesen auf diesen heiligen Boden erlaubt. Doch können wir bald zu Schloss Firen aufbrechen? Ich muss doch erstmal Zeugs machen mit euch. Ja, schon fast fertig. Noch ein paar Supports anschauen.
ein paar Sachen einsammeln. Und hier ist jetzt auch was. Okay, was bist du? Ein mysteriöser Aura erfüllt die Lüfte in der Grotte. Okay. Mysteriöser Altar. お、見つけられましたか、神竜様。バンドレ、このこのことを知っているのですか。あなた様がお目覚めになる少し前より、時折姿を現すようになったのです。ルミエル様に伺ったところ、どうやらソラネルの守り神のようなものらしく、古くからここに住み着いていて、ルミエル様の幼き頃に遊んだこともあるとか。母さんの幼い頃に。 随分長い間生きているのですね。なんだか、それは1000年。この者も神竜様のことを気に入っているようですし。スピンファイアムのフェイツ、wo man diesen Baby Drachen füttern musste, oder was? Oh nein. Ja, warum nicht? Zombie. Ja, mir egal. Ich interessiere das Viech jetzt schon nicht. Aber definitiv etwas Meme-Potential, aber. Ich mag das Ding jetzt schon nicht. Das geheimnisvolle Geschöpf wacht seit Urzeiten über das Somniel. Wenn du dich gut im Somniel kümmerst, passiert vielleicht etwas ganz Wunderbares. Also wenn du dich nicht irgendwie in einen spielbaren Charakter oder so verwandelst, ne, interessiert mich das relativ wenig. Hier, frisst eine Orange. Ich dachte jetzt für einen Moment, mein Charakter wird irgendwie anfangen, das Ding irgendwie zu erwürgen. Er hat so langsam irgendwie seine Hand erhoben. Ganz leicht anziehen. Okay, bringt das noch was? Ich glaube nicht. Ich drücke die ganze Zeit A. Okay, ich will raus hier. Auch wieder eine Sache, die ich auch wieder so eine Sache, die ich irgendwie offscreen machen kann, weil das mache ich ganz sicher nicht jeden Part. Ich glaube, wir haben mit allen geredet, ne? Ich glaube ja. Ja, Supports müssen wir auch noch. Hübscher Kiesel, das ist ein Geschenk, ne? Manchmal mögen die Zwillinge nicht irgendwie Kiesel oder irgendwie sowas. Da kann ich irgendwie ja sehen, mit wem ich geredet habe und so und wen nicht. Ich glaube ja, ne? Turm der Prüfungen. Kann ich da jetzt was machen? Noch nicht freigeschaltet. Okay. Aussichtspunkt Grotte, da war ich gerade, ne? Okay, dann sind wir eigentlich fertig, ja, ne? Oder Kaffee, Chloe, Louis, Fram, Etty. Wenn wir ja irgendwie mehr Charaktere irgendwann haben, dann wird das ewig dauern, bis ich mit allen fertig bin, ne? So, was ist dieses andere Zeichen da? Diese Musikzeichen und dann. Ach hier, ist ja auch noch was. Spenden. Also
ich habe jetzt sowieso mein Geld nicht ausgegeben für irgendwas, ne? Kann ich den jetzt wortwörtlich einfach 5000 reingeben? Ja, geh mal. Ich habe sowieso gerade Geld bekommen für diese riesen komischen Pass, ne? Von daher irgendwie muss ich das hier. Ja, 10.000, so viel habe ich nicht. Das ist aber eine ganze Menge Geld, ne? Erfolge. Auf dem Erfolgebildschirm kannst du deine Errungenschaften überprüfen und Fragmente des Bandes als Belohnung als Empfang entnehmen. Du hältst eine Mitteilung, wann immer du einen Erfolg erzielst und deinen wohlverdienten Fragmente des Bandes abholen kannst. Alle abholen. 770. Boah, das sind sozusagen in-game Achievements, ne? Okay, ja, das wird nur dauern. So, jetzt mal fertig, ne? Ach, ich kann in mein Zimmer noch reingehen. Lass in mein Zimmer reingehen. Vielleicht werde ich wieder von irgendjemandem geweckt. Ne? Ich weiß nicht genau, was das bringt oder was die Funktion davon ist, aber warum nicht, ne? Ja, was ist hier? Ja. Ausruhen. Das käme jemand herein. Wer ist das? Ist das Fram? Ja. Was ist der Sinn von dieser Funktion? Kommt die irgendwie, weil nicht bekomme ich irgendwie Supportpunkte oder irgendwie so weit? Ich weiß nicht. Was ist der Sinn hiervon? Ich verstehe es nicht. Okay. Ja, wir sind ja fertig, ne? Würde ich sagen. Gut. Ach nee, die Support, ich vergesse das die ganze Zeit. Dann. So, wer will denn hier noch schnacken einmal kurz? Wie mache ich das doch mal? Ist hier raus. Ich finde das so putzig, diese Pixel-Charaktere. Da fand ich in Free House schon gut, diese ganzen Pixel Charaktere als Icons für die Charaktere. Ja, was sehr charmant. So, wie kann ich jetzt Supports mir anschauen? Ja. So, Wanda und Fram. Ich glaube, ich habe nur zwei Supports, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, hat Mali gesagt, als nur ihren Namen. Opfergaben, was? Warum hast du denn noch nicht die Ziege für Daniro geopfert? Hier, nimm diesen Dolch. Ich könnte jede Sekunde tot umfallen. Wakarimashita bedeutet I understand. Oder verstanden. Ah, ich liebe, wie kurz die Supports in diesem Spiel sind. Oh mein Gott, das ist so ein Luxus hier. So, und jetzt die Zwillinge. Free Houses hat hier Support irgendwie 3 Minuten oder so gedauert. Ey. Oh. Mindestens. War nicht ein Support in Fire Emblem Fates wortwörtlich, wo 2 Leute haben sich einfach nur angestummt,
Support Level C erreicht. Irgendwie so war das doch, ne? Ja, was reden die überhaupt? Kann ich auch. Wollen die meinen Ruhm verbreiten? Ja, breit meine Kunde in die ganze Welt. Wir stalken ihn komplett. Die beiden haben Probleme. Ich muss irgendwann von dem wegrennen. Ja, sie hat ja gesagt, ich habe einen Fanclub, ne? Verdammt. Ich habe Angst von den beiden. Wer weiß, was die nächste Mal machen, wenn die mich wecken. Okay, wir sind fertig. Ja, ne? Okay, gehen wir weiter. Obwohl, da oben rechts sehe ich noch was. Da oben rechts ist echt noch was am Blinken. Gibt's nicht. Hier war das. Nein, fast. So, haben die Sportkleidungen an? Ja. Okay. Ich werde jetzt nicht noch mal mit allen hier reden, ne? Und jetzt alle noch mal neue Dialoge oder was? Ne, ich werde jetzt nicht noch mal mit denen reden. Wäre ich ja nie fertig. Nee. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Ich sehe nichts mehr auf der Karte am Blinken. Okay, weiter. Weil ich dann verpasse ich halt ein paar Sachen, ne? Das war ein Scherz. Natürlich kann ich damit nicht leben. Mein Gott, Menü. So, wir speichern mal hier. Und dann sehen wir mal, wie das nächste Kapitel hier so aussieht. Oder fangen wir schon mal so ein bisschen an, ne? Zur Weltkarte. So, warte, kann ich jetzt nicht irgendwie die Tiere irgendwie hier... Egal, mach ich nächstes Mal. Okay. Freie Kamera. Oh, das ist toll. Das ist cool gemacht. Okay, Kapitel 5, Schloss Firen. Gehen wir schon mal da rein, ne? Ach ne, Enzyklopädie. Gehen wir da rein. Mach ich nächstes Mal. Ich glaube, wir sind bereit, ne? Komm. Wenn nicht, dann habe ich halt ein paar Sachen verpasst. Kapitel 5, Rückeroberung. やけに静かだわ。王城兵たちはどこへ？あんなにいたイルシオン兵の姿も見えないだなんて。あまり考えたくはないが、セリーヌが立った時すでに兵たちが進軍していたのなら、 Hast du nichts gelernt vom Fire Emblem? Mütter leben nicht lange. Das
Ich dachte, das ist aber die Stimme von Dio. あなた方のような卑劣な者たちに語る言葉はありません。こいつ。痛い目見ねえと上がんねえか。 Ich bin aber nicht gut tiefer. Da, wenn haben wir hier. Ja, sie ist bestimmt eine freundliche Person. Glaub mir, ich habe eine Menge Fire Emblem im Spiel gesehen. Ich weiß, wo ich Keine Angst, Alte, wir sind schon hier. あの子たちに手を出さないでください。なら指輪の在りかを吐いてくださいの。それは、言えないということは、やっぱり王女に持たせたようですわね。まあでも、まだ他の可能性もあるし、王子たちを始末するまでは生かしておきましょう。連れて行って。 Alles klar. Du verwechselst mich wahrscheinlich mit meinem potenziellen bösen Ich. Ich bin adoptiert. Alfred, das ist jetzt nicht, womit man angeben kann. Er hat die ganze Zeit gepennt. この前の襲撃って、なぜそれを知っているんです。なぜか知らね。まさかあの日王城に来て指輪を奪ったのは母さんを殺したのはあなたなのですか。殺した。やっぱり死んじゃったの。おかわいそうにね。許さない。母さんの敵。 人聞きの悪い。殺したのは私じゃないわ。殺したのはね。何にせよ、あの女のガキがいるのは好都合だわ。持っているんでしょ？英雄王の指輪と聖騎士の指輪。渡しません。絶対に。フィレネ城に来たのも指輪が目的か。それを知ってどうするの？もうすぐ死ぬというのに。 でも、メイドの土産に一つだけ教えてあげる。私たちイルシオン王国はソンブル様を復活させたわ。邪竜、ソンブルを、そんな邪竜が。ルミエルのコマで目覚めていたのは想定外だったけど、私たちのおかげで眠りから覚めたのかもしれないわね。感謝してくださいな。違います。私が目覚めたのは母さんのおかげです。
ね。ああ。感動的なお話ですこと。でも最後まで聞いてる時間はありませんの。私はこれで失礼いたしますわね。 Na gut. Ich habe übrigens ein paar Reviews von dem Spiel schon mal angeschaut, ey. Einfach nur um zu gucken, wie gut das Spiel angekommen ist. Angeblich soll das Gameplay gut sein, was ich bestätigen kann bisher. Aber die Story soll schrecklich sein, angeblich. Also da kann ich mich auf was einstellen. Ich erwarte jetzt sowieso nicht irgendwie eine kinoreife Story in dem Spiel. Ich habe, glaube ich, schon im ersten Part gesagt, was ich so erwarte, wie die Story so abläuft. So, da taucht ein Dämonengott auf und so. Ich habe ja letztens irgendwie vorgelesen, was so auf der Rückseite stand, ne? Und da konnte man schon irgendwie. Dann ist die Story von jedem anderen verändert. Ich erwarte jetzt hier nichts. So schlecht kann ich schon nicht sein. So, gucken wir mal, mit was wir hier uns rumkloppen müssen, ne? Okay, war ja zu erwarten, dass sie nicht hier ist. Das ist Level 12, hallo. Ich will minus. Ich drücke die ganze Zeit plus. Aber eine Engelsrobe. So, du hast keine Fähigkeiten oder irgendwie sowas. Angstkämpfer, der Typ. Ist der stark? Ah, geht. Illusia Soldat. So, ich muss jetzt. Man kann. Ja, so kann man. Okay, so kann man die ganzen Charaktere umwechseln. So, da haben wir eine Heilerin. Okay. Ich gucke ja auf besondere Sachen. Du hast ein Heilmittel. Und ein Rittertod, der sogar. Okay, du hast ein Rittertod und ein Heilmittel. Aber das Heilmittel kann man nicht. Da wird nicht gedroppt. Also nehme ich mal an, man muss es stehlen. Aber wir haben noch keinen Dieb. Was bedeutet, wir kriegen vielleicht einen Dieb. Ne, gibt es ja Schatztruhen irgendwo. Es gibt Schatztruhen, ja. Ich nehme sehr stark an, wir kriegen ja einen Dieb in diesem Kapitel. Sehr cool. Da ist auch eine Tür, sehe ich gerade. Aber gut, da muss ich mich ja nicht mit allen hier kloppen. Na gut, dann gehen wir halt. Okay, wir können uns mit denen auch rumkloppen, ohne dass wir die Tür öffnen müssen. Ne, warte mal. Wurfball. Ah. So, wir haben hier Axtkämpfer, Bogen. Okay, wir können unseren Magier hier reinsetzen. Ne? Also der erste Zug. Die Schlacht entscheidet sich immer in dem ersten Zug. Oder das auch ein Heilmittel. Heißt das, ich kriege hier gleich einen Dieb? Die müssen mir dann irgendwie ein Tutorial geben oder so, wahrscheinlich, ne? So, dich bewege ich vielleicht mal hier hin. Dich hier hin. Du lockst ihn und ihn. Die sind schon Level 9, ne? Ich bin gerade mal so Level 5 und 6. So, oh ne, warte. Packen dich hin. Alle meine Lanzenkämpfer bitte hier hin. Was physischer Angriff. Okay. Oh, sie hat nicht weh. Sie hat nicht viel Verteidigung. So, meine Lanzenkämpfer gehen alle nach links für die Schwertkämpfer. Ich würde sagen, wir gehen alle nach links und dann warten wir einfach, bis die hier auf uns zukommen, ne? Statt uns jetzt hier aufzuteilen. Ach, sie haben wir ja auch noch. Ist ja auch noch mal gern. Aber er hat so wenig Erfahrungspunkte. Okay, passt so. Okay. Na, dann mal los. Ich werde natürlich wieder schneiden. Weil ich nicht weiß, wie lange ich brauche hier für dieses ganze Kapitel. Okay. Ich habe jetzt übrigens nicht nachgeguckt, wer alles hier platziert ist und wer nicht. Aber ich glaube, alle Charaktere war noch erlaubt, ne? Ja,
Kannst du uns zerstören, indem du sie angreifst. Oh, das ist neu. Die waren Zugriff auf den Befehl Tür und können damit die Tür öffnen, ohne sie zu zerstören. Wenn ich jetzt nur einen hätte, ne? So, warte mal. Habe ich jetzt alle Charaktere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht, ob das alle Charaktere waren. Ich bin mir ziemlich sicher, als alle Charaktere. Okay. Hier sind Säulen, ne? Die geben Ausweichen. Perfekt. Dann gehen wir mit ihnen da rein. Einfacher erster Zug. Du bist da rein. Raus einmal ihn. Das können wir vielleicht schon mit unseren Pegasus-Ritter hier kaputt hauen. Ne. Dreck. Zu schwach. Was mit dir? Auch nicht. Aber wir können ihn ja machen. Lang schwer. Dann holt sich Alfred den Kill. Und ein Schwertkämpfer geht auf uns los. Das ist kein Ding. Eisenlanze, perfekt. So, und du gehst mal hier rein, obwohl dann wird der mich treffen. Wie Schaden machst du? 16, du hast, na, ist okay. Ist okay. Mit der Schütze ihn einmal angreifen, aber ist okay. So, dich würde ich einmal mit irgendjemanden hier anlocken. So, ach verdammt, ich bin nicht in Reichweite mit irgendjemanden. Ah, hab schon ja voll Mist gebaut, egal. Obwohl dich. Ah, guck mal. Wir sind nicht gedoppelt, ne? Geschicklichkeit 6, 8. Kannst du den Schützen kontern? Von euch rennen wir erstmal weg. Musik erinnert mich an irgendwas. Ich weiß noch nicht, am Bad. So. So, ich könnte mit ihr auch teleportieren, natürlich, ne? Sie könnte das einsetzen. Hey, wird schon klappen. Oh nee. Ach, da unten links. Ich wollte sowieso nach links gehen. Steht ein Einheit neben einer Truhe, kannst du mit dem Befehl Truhe die enthaltenen Items entnehmen. Schlürt ein Gegner die Truhe, kann der Schatz beim Sieg über den gegnerischen Dieb zurückerobert werden. Ja. Oh Gott, das ist so nervig. Okay, zum Glück sind wir alle nach links gegangen. Gott, ist das eine Menge Schaden. Boah, sehr gut. Doof. Ich mein Gesicht gekrittet. Das war gut. Das sind Ergebnisse, die ich sehen wollte. Ich bin auf einem guten Weg, mein Ziel zu erreichen. So. Au. Gerade mitten in die Masse von Gegnern hier reingerannt. Oh, Komboschlag. Koopschlag meine ich. So. Oh, und ihr verharrt einfach hier. Oh, perfekt, ehrlich gesagt. Aber der hat ein Heilmittel, von daher glaube ich, kriegt ein Dieb hier, ne? So. 1, 2, 3. Und der nur 3 Bewegungen, damit ich ihn besser erreichen kann. Das ist aber nett. Okay, wir machen.
Wir machen dich fertig. Kann ich nicht. Verdammt. Obwohl. Nee. Doch. Also ein bisschen gefährlich, aber halten wir sie erstmal hoch. Level 5. Jetzt wird er mit dem Level Stärke. Ja, wir sagen es in der kleinen Form ist richtig stark geworden. So, dann gehen wir hier rein. Du schwächst ihn ein bisschen oder auch nicht, weil du nur Schaden machst. Ich habe zwei Magier, von daher. Oh, ich habe eine Idee. So. So. Aber sie macht ihn auch nicht platt. Aber das ist okay. Feuer. Feuer. Und jetzt kommst du, machst ihn platt. Da war weg. So, damit du nicht abgeschlachtet wirst von den Typen, sehen wir dich hin. Von euch hat keiner eine Panzerbrecher oder irgendwie sowas, ne? Irgendwas Gemeines. Eisenachs, Eisenachs, Eisenschwert. Da ist nur ein Schwertkämpfer, sehe ich gerade. Verdammt. Egal. Er hat dicke Verteidigung, er überlebt hat, ne? 14, 22, okay. Ich sag doch ein bisschen Schaden. Geschicklichkeit 3, 5, okay. Ich glaube, ich sollte ein paar Leute nach oben hinschicken. Na, wie war's, wenn du mal was hier platt machst? Kannst du nicht, cool. Mein Hauptcharakter ist gar nicht mal so stark, ey. Ich könnte versuchen. Ihn damit zu treffen. Also mal bei 63%. Verdammt. Okay. Aber ist auch nicht schlecht, weil ich wollte ihn eigentlich nur. Sie macht ihn platt, ist klar. So, wir müssen ihn erledigen. Kriegen wir nicht. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich meinen Hauptcharakter ihrem Kill geben, aber der kriegt nichts gekillt. Okay, Koopschlag. Wieso? Egal. Mein Hauptcharakter wird schon Erfahrungspunkte kriegen. Irgendwie. So. Und ich muss jetzt genug mal da rein und greif mal so an. Zack. Ein Erfahrungspunkt. Haben Sie das gesehen, Herr Göttlicher? Okay, das ist auch nicht genug. Das ist genug. Zack. Zack. So, und jetzt können wir ihn da oben hinschicken. Ich könnte natürlich auch mit Dings verbinden. Da könnte er noch schneller. Ich glaube, das mache ich sogar. Wenn ich Bündnis mache, dann kann er sich ja noch weiter bewegen, ne? Mach mal bei. Sehr gut. Gib mir Kraft. Jetzt kann er einfach dahin gehen, ne? Warte mal. Ich glaube, das war eine gute Idee, ne? Guck mal hier. Ja, warte mal, überreiten will ich mal versuchen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre. Ach, das macht aber nicht so viel Schaden. So, der eine Typ wird mich jetzt leider erreichen. Hm.
Warte mal. Du hast eine Eisenlanze, okay. Sag mehr. Sag. Ich habe ein Pferd gegessen und den Jetpack umgewandelt. So, ich hoffe. Die bewegen sich irgendwann mal weg. So, hier haben wir Axtkämpfer, heißt. Hier gehe ich mit. Ich kann auch ihn anlocken, ne? Okay, gehen wir mal hier hin. Okay. Oh, jetzt hat er sich dahin platziert. Ey, jetzt komme ich da nicht vorbei. Ich dachte, ich habe voll den Geniestreich hier gerade gemacht. So, und die Idioten haben erstmal ihn bewegt. Statt den Axtkämpfer, der mich hätte brechen können.